Hallo zusammen, in eurer kulinarischen Show grüßt dich natürlich wie immer der Hobbykoch und heute machen wir mal eine Kartoffelsuppe und das in nicht mal 10 Minuten. Und du denkst, das geht? Ja, das wirst du schon sehen. Also, was wir dazu benötigen, wie das funktioniert, zeige ich euch nach dem Intro natürlich wie immer da. Für unsere schnelle Kartoffelsuppe benötigen wir natürlich etwas Kartoffelpüree, eine kleine Zwiebel, ein paar von meinen Salatkräutern, so ein Würfel Rinderbrühe, man kann aber auch so Hühnerbouillon nehmen, ich denke das geht auch, ein bisschen was von meinem Vegetta-Gewürz, zwei Wiener Würstchen, ein kleines Stückchen Speck, ein Topf mit Wasser und einen Schluck Milch, ein bisschen Lauchzwiebel und dann kann es schon losgehen. Jetzt bringe ich schon mein Wasser zum Kochen. Da gebe ich auch schon meinen Rinderwürfel, Brühenwürfel da rein. Hier sind jetzt schon meine Zutaten. Das Wasser kocht im Hintergrund. Und jetzt werde ich gleich mein Kartoffelpüree einrühren und dann mal die Sachen hier klein schneiden. Und dann sind wir schon fertig mit der Suppe. Naja, fast. Das ist jetzt mittlerweile alles schon klein geschnitten. Und jetzt geht es mit unserem Kartoffelpüree, Kartoffelsuppenpüree weiter. Unsere Rinderbouillon-Suppe, die ist jetzt schon mal richtig schön aufgekocht und jetzt geht da meine Milch hinein. Das rühren wir jetzt erstmal schön um. Und jetzt gebe ich da unter Rühren so ein bisschen immer so was von meinem Kartoffelbrei hinzu. Immer schön rühren und das lasse ich dann noch mal ein bisschen aufkochen. Und dann kommen meine restlichen Zutaten hinein. Jetzt gebe ich hier schon mein Vegetta-Gewürz hinzu und meine Küchenkräuter oder Gartenkräuter. Das wird jetzt erstmal ein bisschen verrührt. Und gleich gebe ich auch schon die Wurst hinzu. Jetzt gebe ich hier schon unseren Speck hinzu, unsere Lauchzwiebel, unsere Zwiebel natürlich. Und unsere Wiener Würstchen. Das werde ich jetzt hier erstmal ein bisschen untermengen. Und dann gebe ich noch einen kleinen Schluck Wasser hinzu und lasse das nochmal 5 Minuten aufköcheln. Und dann ist unsere Suppe schon fertig. Unsere 10 Minuten Kartoffelsuppe. Ja, ganz langsam kommt unsere schnelle Kartoffelsuppe da angeleiert. Und die werde ich mir doch jetzt mal schmecken lassen. Das muss ich ja mal probieren, ob das was ist, aber ich denke schon. Ja, man sieht richtig schön die Wiener Würstchen und auch meine Lauchzwiebel, meine Gewürze. Also, das muss ich doch jetzt mal probieren. So, das war unsere 10 Minuten Kartoffelsuppe und die werde ich da jetzt mal probieren. Wo ist mein großer Löffel? Das hat was. Leute, also ich glaube, ich melde mich zurück, wenn ich die Schüssel hier leer habe. Auch der Speck, richtig schön gut. Auch die Wiener Würste. Also ich muss sagen, ist echt lecker. Ja, das war jetzt unser Rezept, unsere schnelle 10 Minuten Kartoffelpüree-Suppe. Ich muss sagen, die schmeckt auch wirklich ganz gut. Ist gar nicht verkehrt und ist ganz schnell zubereitet. Ein ganz einfaches Rezept. Also, wie gesagt, wenn auch du schnell, einfach, lecker und günstig kochen lernen willst, dann abonniere den Kanal. Aktiviere auch noch die Glocke, damit du nichts mehr verpasst. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal in eurer kulinarischen Show beim Hobbykoch. Ciao, tschüss, euer Hobbykoch.